Kapitel 8. Viele Menschen glauben nicht an Flüche. Viele Menschen glauben auch nicht an gelb gefleckte Eidechsen. Aber wenn man von einer gebissen wird, dann ist das völlig egal, ob man daran glaubt oder nicht. Eigentlich ist es schon seltsam, dass diese Wissenschaftler diese Echsen ausgerechnet nach ihren gelben Flecken benannt haben. Jede Echse hatte genau 11 gelbe Flecken, aber sie sind auf der grün-gelben Haut kaum zu erkennen. Die Eidechse ist zwischen 6 und 10 Zoll groß und hat große rote Augen. Streng genommen sind die Augen gelb und nur die Haut um die Augen herum ist rot. Aber es ist immer von ihren roten Augen die Rede. Außerdem hat sie noch schwarze Zähne und eine milchig-weiße Zunge. Von ihrem Aussehen her sollte man meinen, Rotaugen-Eidechse oder Schwarzzahn-Eidechse, vielleicht auch Weißzungen-Eidechse, wäre ein passender Name gewesen. Wenn nämlich jemals ein Wissenschaftler in so nahe gekommen sein sollte, dass er die gelben Punkte erkennen konnte, dann war er hinterher vermutlich tot. Die gelb gefleckten Eidechsen leben gern in Löchern, weil sie ihnen Schutz vor Sonne und vor Raubvögeln bieten. Bis zu 20 Eidechsen können in so einem Loch leben. Sie haben starke, kräftige Beine und können aus ganz tiefen Löchern herausspringen, um ihre Opfer anzugreifen. Sie fressen kleine Tiere, Insekten, die Dornen, bestimmte Kakteen und die Schalen von Sonnenblumenkernen. Kapitel 9. Stanley stand unter der Dusche und ließ das kalte Wasser über seinen wunden, erhitzten Körper laufen. 4 Minuten Himmel. Den zweiten Tag hintereinander besitzte er keine Seife. Er war einfach zu müde. Der Duschraum hatte kein Dach und die Wände endeten, außer in den 4 Ecken, 6 Zoll über dem Boden. Es gab keinen Abfluss, sondern das Wasser lief einfach unter den Seitenwänden hindurch und verdunstete dann rasch in der Sonne. Stanley zog sich seine sauberen Sachen an. Dann kehrte er zu seinem Zelt zurück, verstaute die schmutzigen Kleider in seinem Kasten, nahm seinen Stift und die Schachtel mit dem Briefpapier heraus und machte sich auf den Weg zum Aufenthaltsraum. Auf einem Schild stand an der Tür Rec Room, als Abkürzung für Recreation Room. Jemand hatte Rec Room daraus gemacht, Bruchbude. So gut wie alles in diesem Raum war kaputt. Das Fernsehgerät, der Spieleautomat, die Möbel. Sogar die Menschen sahen kaputt aus, so wie ihre müden Körper auf Stühlen und Sofas hingen. X-Ray und Deo spielten Billard. Die Oberfläche des Tisches erinnerte Stanley an die Oberfläche des Sees. Sie war übersät mit Kerben und Löchern, weil schon so viele Leute ihre Initialen in den Filz geritzt hatten. In der gegenüberliegende Wand war eine Öffnung, vor die jemand einen Ventilator gestellt hatte. Die billige Version einer Klimaanlage. Wenigstens funktionierte der Ventilator. Als Stanley durch den Raum ging, stolperte er über ein ausgestrecktes Bein. »Hey, pass doch auf«, sagte ein orange-roter Außen auf dem Stuhl. »Pass selber auf«, brummte Stanley. Es kümmerte ihn wenig, er war viel zu müde. »Was hast du gesagt?«, wollte der Haufen wissen. »Nichts«, sagte Stanley. Der Haufen erhob sich. Er war fast so groß wie Stanley und um einiges kräftiger. »Und ob du was gesagt hast?«, er drückte seinen breiten Finger in Stanleys Namen. »Was? Wie war das gleich?« Sofort stand ein Kreis von Leuten um sie herum. »Immer mit der Ruhe«, sagte X-Ray. Er legte die Hand auf Stanleys Schulter. »Leg dich nicht mit dem Höhlenmenschen an«, sagte er warnt. »Der Höhlenmensch ist ein cooler Typ«, sagte Deo. »Ich wollte keinen Sturm machen«, sagte Stanley. »Ich bin bloß müde, das ist alles.« Der Haufen grunzte. X-Ray und Deo brachten Stanley zu einem Sofa hinüber. Torpedo rückte ein Stück zur Seite, um Stanley Platz zu machen. »Hast du das gesehen da drüben, das mit dem Höhlenmenschen?«, fragte X-Ray. »Starker Typ, der Höhlenmensch«, sagte Torpedo und boxte Stanley leicht auf den Arm. Stanley ließ in den aufgerissenen Kunststoffpolster sinken. Trotz der Dusche strahlte sein Körper immer noch Hitze aus. »Ich habe nicht damit angefangen«, sagte er. Das Letzte, wonach ihm zumute war, nachdem er sich den ganzen Tag draußen auf dem See fast totgeschiftet hatte, war eine Prügelei mit einem Jungen, den sie Höhlenmenschen nannten. Er war froh, dass X-Ray und Deo ihm beigestanden hatten. »Und, wie war dein erstes Loch?«, fragte Torpedo. Stanley stöhnte und die anderen Jungen lachten. »Naja, das erste Loch ist immer am schwersten«, sagte Stanley. »Voll daneben«, sagte X-Ray. »Das zweite Loch ist viel schlimmer. Tut dir schon alles weh, bevor du überhaupt nur angefangen hast. Wenn du jetzt glaubst, dass dir alles weh tut, dann wart mal ab, wie es dir morgen geht. Stimmt's?« »Stimmt«, sagte Torpedo. »Außerdem macht's dann auch keinen Spaß mehr«, sagte X-Ray. »Spaß?«, fragte Stanley. »Jetzt lüg mich nicht an«, sagte X-Ray. »Wetten, du wolltest schon immer mal ein tiefes Loch graben. Hab ich nicht recht?« Stanley hatte noch nie darüber nachgedacht, aber X-Ray zu sagen, dass er nicht recht hatte, so blöd war er auch nicht. »Alle Kinder auf der Welt wollen irgendwann mal ein richtig tiefes Loch buddeln«, sagte X-Ray. »Bis nach China, stimmt's?« »Stimmt«, sagte Stanley. »Siehst du, hab ich nicht gesagt«, meinte X-Ray. »Das war ja meine Rede, aber jetzt ist es vorbei mit dem Spaß und du musst trotzdem weitermachen. Weiter und weiter und weiter.« »Spaß und Spiel im Feriencamp«, sagte Stanley. »Was hast du denn in der Schachtel?«, wollte Torpedo wissen. Stanley hatte ganz vergessen, dass er sie mitgebracht hatte. »Ach, bloß Papier. Ich wollte einen Brief an meine Mutter schreiben.« »Deine Mutter«, fragte Torpedo und lachte. »Sie macht sich Sorgen, wenn sie nichts von ihm hört.« Torpedo schnitt eine Grimasse. Stanley sah sich um. Das hier war der einzige Ort im ganzen Camp, wo die Jungs ein bisschen Spaß haben konnten. Und was hatten sie gemacht? Sie hatten alles ramponiert. Die Glasscheibe des Fernsehers war zertrümmert, als ob jemand hineingetreten hätte. Jedem Tisch und jedem Stuhl schien zumindest ein Bein zu fehlen. Alles hing schief. Er wartete so lange mit dem Brief, bis Torpedo aufgestanden und zu den anderen an den Billardtisch gegangen war. »Liebe Mom,
Heute war mein erster Tag hier im Camp und ich habe bereits ein paar Freunde gefunden. Wir sind den ganzen Tag draußen am See gewesen, deswegen bin ich ziemlich müde. Wenn ich die Schwimmprüfung fertig bestanden habe, kann ich Wasserski laufen lernen. Er hörte auf zu schreiben, weil er merkte, dass ihm jemand über die Schulter sah. Er drehte sich um und sah Zero, der hinter dem Sofa stand. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen um mich macht, erklärte er. Zero sagte nichts. Er stand nur da und starrte mit ernster, fast ärgerlicher Miene auf den Brief. Stanley legte den Bogen zurück in die Schachtel. Hatten die Schuhe ein rotes X auf der Sohle? Fragte Zero. Stanley brauchte einen Moment, bevor er begriff, dass Zero ihn nach Clyde Livingstons Schuhen fragte. Stimmt, sagte er. Überlegte, woher Zero das wohl wissen konnte. Brand X war eine beliebte Turnschuhmarke. Vielleicht hatte Clyde Livingston ja Werbung dafür gemacht. Zero starrte ihn einen Moment lang an, genauso eindringlich, wie er vorher den Brief angestarrt hatte. Stanley bohrte einen Finger in ein Loch an dem Plastiksofa und zog etwas von der Füllung heraus, ohne zu merken, was er tat. Auf, Höhlenmensch, es gibt Essen, sagte Deo. Kommst du, Höhlenmensch? Fragte Torpedo. Stanley blickte sich um und sah, dass Deo und Torpedo ihn meinten. Klar, sagte er. Er legte den Deckel auf die Schachtel mit dem Briefpapier, stand auf und folgte den anderen Jungen zu dem Tisch. Der Haufen war gar nicht Höhlenmensch. Er selber war es. Er hob die linke Schulter und ließ sie wieder sinken. Immer noch besser als Kotztüte. Kapitel 10. Stanley hatte keine Mühe einzuschlafen, aber der Morgen kam viel zu schnell. Jeder Muskel und jedes Gelenk taten ihm weh, als er versuchte, aus dem Bett zu steigen. Er hätte es nicht für möglich gehalten, aber sein Körper tat ihm mehr weh als am Tag zuvor. Es waren nicht nur die Arme und der Rücken, auch seine Beine, die Knöchel und die Teile schmerzten. Das Einzige, was ihm aus dem Bett trieb, war die Gewissheit, dass jede Sekunde, die er vergeudete, ihm den Sonnenaufgang eine Sekunde näher brachte. Er hasste die Sonne. Beim Frühstück schaffte er es kaum, den Löffel zu heben, und kurz darauf war er wieder draußen auf dem See und hielt statt des Löffels die Schaufel in der Hand. Er fand einen Riss im Boden und begann sein zweites Loch. Er trat auf das Schaufelblatt und drückte mit der Kuppel seines Daumens auf den Schaft. Das tat weniger weh, als wenn er versuchte, den Schaft mit den Fingern zu halten, die voller Blasen waren. Dieses Mal passte er beim Graben gut auf, dass die Erde weit genug von seinem Loch entfernt ablud. Die unmittelbare Umgebung des Lochs würde er später noch brauchen, wenn er das Loch tiefer war. Er wusste allerdings nicht, ob er je so weit kommen würde. X-Ray hatte recht gehabt, das zweite Loch war am schwersten. Da wäre schon fast ein Wunder nötig. Solange die Sonne noch nicht aufgegangen war, konnte er die Mütze nehmen, um seine Hände zu schützen. Wenn die Sonne erst einmal da sein würde, würde er die Mütze wieder aufsetzen müssen. Am ersten Tag hatte er sich Stirn und Nacken bös verbrannt. Er versuchte immer nur an den nächsten Spatenstich zu denken und nicht an die furchtbare Arbeit, die vor ihm lag. Nach einer Stunde oder so hatte er den Eindruck, dass seine schmerzenden Muskeln langsam ein bisschen lockerer wurden. Er stöhnte, als er sich bemühte, die Schaufel in die Erde zu rammen. Die Kappe rutschte ihm weg und die Schaufel fiel zu Boden. Er ließ sie liegen. Er trank einen Schluck aus seiner Flasche. Vermutlich würde der Wasserwagen bald kommen, aber vorsichtshalber trank er die Flasche nicht ganz leer, für den Fall, dass er sich irrte. Das hatte er schon gelernt, den letzten Tropfen so lange aufzusparen, bis er den Lastwagen sah. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber die ersten Strahlen zeigten sich bereits am Horizont und erleuchteten den Himmel. Er bückte sich, um seine Mütze aufzuheben. Gleich daneben sah er einen großen, flachen Stein. Während er die Mütze aufsetzte, schaute er weiter auf den Stein hinunter. Er hob ihn auf. Es kam ihm so vor, als sähe er die Umrisse eines versteinerten Fisches. Er rieb etwas von der Erde ab und die Linien des Fisches wurden deutlicher. Die Sonne lugte über den Horizont, aber er konnte sogar winzige Linien erkennen, wo einmal die Knochen des Fisches gewesen sein waren. Er betrachtete das öde Land ringsherum. Sicher, jeder sprach von diesem Gebiet als dem See, aber es war trotzdem kaum vorstellbar, dass diese Wüste mal voller Wasser gewesen sein sollte. Dann fiel ihm ein, was Mr. Sir und Mr. Pendanski gesagt hatten. Wenn er irgendetwas Interessantes ausgrub, sollte er es einem von beiden sagen. Falls es dem Boss gefiel, würde er den Rest des Tages frei bekommen. Wieder schaute er seinen Fisch an. Das war das Wunder. Es hatte ihn gefunden. Er grub weiter, auch wenn er sehr langsam, während er auf den Wasserwagen wartete. Er wollte vermeiden, dass die anderen auf seinen Funk aufmerksam wurden, weil er Angst hatte. Einer der anderen Jungen könnte ihm den Fisch wegnehmen. Er warf den Stein mit der Oberseite nach unten neben seinem Erdhaufen, so als wäre er ohne besonderen Wert. Kurze Zeit später sah er die Staubwolke über den See näher kommen. Der Wagen hielt und die Jungen stellten sich in einer Reihe auf. Stanley fiel auf, dass sie immer in der gleichen Reihenfolge standen. Egal, wer zuerst beim Lastwagen ankommt, war. X-Ray stand immer an vorderster Stelle. Dann kam Deo, Torpedo, Zickzack, Magnet und Zero. Stanley steckte den Stein in die Hosentasche und stellte sich hinter Zero. Er war froh, ganz hinten zu stehen, so würde keiner sein Fossil bemerken. Der Stein beulte die Hosentasche doch ziemlich aus. Mr. Pendanski füllte jedem Jungen die Trinkflasche, bis nur noch Stanley übrig war. »Ich habe was gefunden«, sagte Stanley und nahm den Fisch aus der Flasche. Mr. Pendanski steckte die Hand nach Stanleys Flasche aus, doch stattdessen reichte Stanley ihm den Stein. »Was ist das?« »Das ist ein Fossil«, sagte Stanley. »Sehen Sie den Fisch?« Mr. Pendanski schaute noch einmal darauf. »Sehen Sie, hier, man kann sogar all seine kleinen Gräten erkennen«, sagte er. »Interessant«, sagte Mr. Pendanski. »Jetzt gib mir die Flasche.« »Wieso, bekomme ich jetzt den Tag frei?«
Wieso? Sie haben doch gesagt, dass Sie etwas Interessantes findet, dann würde der Boss mir den Rest des Tages frei.